Hallo, wir sind Jan und Feline und ich wollte euch schon längst mal erzählen, was für coole Ideen auf dem Weihnachtstreffen für den Funkenfluglauf entstanden sind. Aber wir haben das bisher immer nicht geschafft, deswegen zeige ich jetzt euch einfach einen Clip, den wir da gedreht haben und erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Machst du mit, Feline? Also erstmal haben wir uns gedacht, dass diesmal doch 15 statt 20 Kilometer pro Tag viel besser wären, einfach um mehr Zeit für Begegnungen zu haben. Eins der schönsten Sachen überhaupt beim Lauf waren für mich die spontanen Übernachtungen. Also beim Bauern, in der Scheune oder in der Schule, in der Turnhalle, beim Pfarrer und im Kloster und wo wir überall waren. Auch ganz super ist so ein Logbuch pro Gruppe, wo sich dann die Leute eintragen können, die man trifft. Und die dann vielleicht was Schönes reinschreiben. Manchmal sind wir damit auch zum Bürgermeister gegangen, dass er sich einträgt und einen Stempel reinsetzt. Außerdem war auch der Gedanke, an bestimmte Orte nach dem Lauf zurückzukehren und da mitzuhelfen, wenn Projekte entstehen. Dass wir uns allgemein mehr Zeit lassen wollten, lag vor allen Dingen daran, weil wir erkannt haben, der Weg ist das Ziel. Wir wollen einfach mehr Zeit haben, den Menschen unterwegs zu begegnen oder auch einfach währenddessen zu lernen oder zu studieren. Ich persönlich fand ja die abendlichen Reflexionsrunden total gut, wo jeder sagen konnte, was ihn bewegt, ohne dass es gleich eine Diskussion auslöst und so weiter. Das hat so viele Unstimmigkeiten und Knoten gelöst, das fand ich total gut. Natürlich wollen wir auch wieder an Schulen und Wünsche sammeln. Aber diesmal eben nicht mitnehmen, sondern sie da lassen, sie aufhängen und sichtbar machen. Was ganz, ganz Praktisches war so eine Gruppenkasse. Da hat dann jeder eingezahlt, was er so kann. Und mit der wurde dann einfach für alle immer eingekauft. Aber es gibt auch jetzt einige, die gar nicht nur in Schulen gehen wollen, sondern auch in Unis und in Unternehmen, in Kitas und in Pflegeeinrichtungen. Wirst du dies Jahr auch ein bisschen mitwandern? Ja, dann haben wir uns auch ein richtiges Backoffice gewünscht, von dem aus berichtet wird, was so passiert. Das hat jetzt leider noch nicht geklappt, aber dafür haben ein paar Leute Laufpaten angefragt, die ihre Gruppe oder sie selbst von zu Hause aus begleiten. Dann gibt es auch noch so viele andere Ideen wie Blindlaufen und so weiter, aber ich bin mir total sicher, ihr findet da selbst noch viel coolere Sachen, die euch einfach ganz besondere Erfahrungen bescheren. Ja, und für alle, die es immer noch nicht wissen, am 23. Juni ist die Ankunft in Berlin. Am Brandenburger Tor läuten wir die Bildungswende ein. Wir sind dann eine ganze Woche zusammen. Die einzelnen Gruppen lernen sich kennen, tauschen sich aus, gehen an die Öffentlichkeit, entwickeln Projekte und feiern natürlich auch. Und danach geht es erst so richtig los. Aber schaut doch einfach mal auf der neuen Funkenflugseite vorbei. Da findet ihr alles nochmal viel ausführlicher beschrieben. Läufst du dies Jahr auch ein bisschen mit? Ja? Aber nicht so lange. Nicht so lange? Nee. Wie lange läufst du denn mit? 3 Wochen? Boah, das ist ganz schön lang.